Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und der letzten für diese Woche, nämlich der Sonntagsfolge vom Epic Geschwätz, also auf der Nostalgie-Projekt, Epic Geschwätz, von mir, Tom, Mike und Friesi. So. So. Und Friesi, was machen wir jetzt hier? Müssen wir wieder den Fischer Schwerlastkran rufen, ne? Um dein Schneidwerk rauszukriegen. Ich denke mal schon, ne? So, Mike, musst du nochmal abgetankt werden? Nee. Echt nicht? Gerade nicht. Ihr könnt euch um euer Unfall kümmern. Ja, Mann, das ist gut. Nicht unser Unfall. Ich dachte, ihr seid ein Team. Sind wir auch. Ein Team und Freezy. Halt's Maul, ey. Da, 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 da. Überleg mir das Licht mit der Kamera so gefällt. Ich bin mir noch nicht sicher. Wie fandest du das für sie? Was? Das ist so sehr, sehr hell. Ja, also, ich weiß nicht, ob du es Freitag im Livestream gesehen hast. Nee, was denn? Hab jetzt hier die Kamera, meine Kameraausleuchtung. Ich habe jetzt hier noch zwei Strahler aufgebaut, weil es halt eben sehr nicht so schön. Oh, Mike. Jemand hat mein Schneidwerk zurückgesetzt. LOL! Herzlichen Dank auch. LOL! Ich sehe es gerade. Ich denke so, hä, ist das ein Bug jetzt? Tank mal ab. LOL, das war das falsche Schneidwerk. Ich schau's. Sag mal, Fiese, hast du jetzt Schneidwerk zurückgesetzt? Ja, aber wenn du schon hier rumstehst, dann tank mich wenigstens ab. Ja, kannst du keinen Meter vorfahren? Hey. Ich wollte doch nur meins. Es tut mir leid. Ich fasse es nicht. Also das ist eine Dummheit, nicht mehr zu übertreffen. Steht schon, also, wenn, also für Sie, dass deine Lehrer alle im betreuten Wohn sind jetzt von früher, ey, ohne Scheiß, ne? Das ist dann schon mal. Das ist da einfach schon mal. Setzt der das Schneidwerk hier vom Mike zurück, ey, das gibt's gar nicht. Unfassbar. So kann ich nicht arbeiten. Absolut Hammer. Nee. Weißt du, das einzigste seriöse Projekt hier, das Nostalgie-Projekt, und das machst du uns auch noch komplett so nicht, ey. Kein Wunder, dass die YouTuber nichts mehr mit uns machen wollen. Darum entscheiden wir uns von den anderen YouTubern. Oh Mann, ey. Echt grauenhaft. Oh, weil die keine Schneidwerke zurücksetzen brauchen. Mit dem passiert sowas nicht. Da haben die Zuschauer nichts zu lachen. Da gucken sie angestrengt zu. Aha, das macht er richtig. Oh, das macht er richtig. Bei uns sitzen sie jetzt mit der Hand vorm Gesicht und lachen. Gut, oder aber da muss ich. In die Kommentare, wie es richtig gemacht wird. Da muss man ja recht geben. Also der Unterhaltungsfaktor ist ja schon gegeben. Ne? Das kann man jetzt echt nicht abstreiten. Ja. Das ist. Naja. Oh, da liegt sogar Werkzeug. Das sieht ja innen sogar richtig geil aus. Oh, ist das ein schöner Mod. Ey, da habe ich wieder was gefunden, ne? Ja, das ist empfehlenswert. Ja, das kann man echt so sagen. Also jetzt haben wir schon, und auch der andere hier, der Ural, ist, also war ich sehr begeistert, wo wir den draufgenommen haben. Ist ein wunderschöner Mod. Ich finde das ja immer noch so geil mit diesem wackelnden Auspuff da, ne, wenn der Motor an ist. So aussieht, als ob der Auspuff, also, ne, weißt du, wie ich meine. So. Schauen, müssen wir hier schon ab. Da müsste ich bloß mal noch den Attacher in Ordnung bringen. Das ist eben, wenn du verschiedene Mods von verschiedenen Moddern, der eine ist eben der L60 mit den Auflieger und das andere ist der Ural mit den Aufliegern, da einigt man sich eben nicht drauf, auf welche Höhe man seinen Attacher einstellt. Und deswegen sieht das optisch manchmal ein bisschen bescheiden aus, dass da der Hänger durchguckt. Ja. Aber das kann ich mal noch in Ordnung bringen. Ist bloß mal ausrichten. Ja. Attacho! Attacke! Also eine Hinterradlenkung, muss ich ehrlich sagen, ist schon selbst da, also das ist ja ein Spiel hier, ne? Aber selbst im Spiel ist die echt gewöhnungsbedürftig. Gerade so ein langer Drescher, der E517 hier, der relativ groß ist,
Also, jetzt war schon wieder frei, das gibt's ja gar nicht. Ja, ich bin da hochkommen muss. Ist das schon krass, also wie früh man einlenken muss vor der Kurve schon. Ja? Also du kannst ja nicht erst, wenn die Kurve kommt, einlenken, du musst ja schon viel, viel eher einlenken. Das ist total krass. Ja, okay, ich hab. Ja, vergesst wieder. Würdest du mal sagen. Was wir das nächste Mal wahrscheinlich auch noch mit hier im Projekt mit hochladen können, ist ein E281. Da haben wir jetzt auch einen wunderschönen gefunden. Den haben wir jetzt noch ein bisschen angepasst, ein bisschen repariert. Damit kannst du Gras und Schwade direkt aufnehmen. Wir können es ja auch so machen, dass wir vielleicht, das können wir gerne machen, Tom. Wir können es ja auch so machen, dass wir vielleicht die anderen Drescher, die wir jetzt haben, also den anderen E516, dass wir den raushauen. Ja, haben wir bei uns, ja. Wir brauchen ja nicht mehr beide und den hier gibt es ja in drei Varianten und da kann man sich ja zwei oder drei Stück kaufen. Ja, so haben wir es bei uns jetzt auf dem Messer gemacht. Wir haben das ganze alte Drescherzeug rausgehauen und haben uns jetzt auf den E-Mod geeinigt. Na klar, ich glaube, das werden wir hier auch so machen, oder? Ja. Kann ja eigentlich, da können wir ja eigentlich den verkaufen. Am Ende von der Aufnahme können wir ja... Genau, den Füsi hat, den verkaufen wir einfach dann. Wenn Mike fertig ist, den anderen dann und dann fertig ist die Laube. So, da tun wir hier mal auf dem Grasfeld das Schneidwerk dran basteln. Wirklich gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Kann ich anders sagen. Ein paar schöne HW80-Hänger sind mittlerweile rausgekommen. Die haben wir jetzt auch bei uns auf dem Server noch mit hochgenommen. Ja, hier auch machen. Ja, komm doch mal bei uns drauf zum Testen. Schreibe ich dir doch schon immer. Ja, ja. Ich weiß. So. Zack. So, na, dann wollen wir mal starten hier. Mike, tust du mal hier kurz noch ein Stück weiter fahren? Hier fehlen noch 100 Liter, hau mal den hier noch drauf. So, gut. Ah, fast geschafft. Oh, die Schwadablage ist ja auch geil. Ja, rutscht du richtig schön an der Seite raus. Ja. Cool. Ja, von solchen Mods könnte man ruhig ein paar mehr rauskommen. Aber da könnte ich mir jetzt gerade schon wieder selber auf die Schulter klopfen, ne? Vor allen Dingen wie an der Seite, das ist ja der Hammer, wie an der Seite dann der Motor, wenn du das Schneidwerk dann betrieben hast, mitläuft. Also den Mod gibt es bei ModHub. Das möchte man schon dazu sagen. Das ist kein Fensterbuch gefunden, den gibt es bei ModHub. Ganz der ist ja so viel animiert. Der ist ja selbst unten, am unten Dings da, weiß ich nicht, was das ist, ist animiert. Oben der Motor, das ist ja richtig, richtig cool, wie das aussieht. Dann wird das Getreide in den Korntank rein. Ist ja der Wahnsinn, ey. So ein schönes. Also habe ich ja selten gesehen, ne? Ja. Lecco mio! Ja, da kann man nur Danke sagen, ne? Für so einen schönen Mod. Sehr gut. Im LS19 sehen die dann alle so aus. Und noch viel besser. Seid ihr gespannt, was, also wie es wird, oder eher so, boah, mir egal. Ich höre auf zum 19er. Ah, okay, cool. Ich bin da noch skeptisch. Oh, der Mike ist der Skeptiker, der typische. Ja, da muss schon was Besonderes kommen, das ist nicht so wieder ein Larifari-Teil. Falls der 17er war Larifari? Also so dicke Neues war jetzt nicht dabei, fand ich. Echt? Es war vor dem Motto auf alle Fälle erstmal einiges schwerer und komplizierter. Also wenn sie das wieder anbieten mit dem über Giants konvertieren, dass du erstmal das meiste über Giants gleich automatisch machen lassen kannst. Das war beim LS17 eine große Hilfe, aber die ganzen Tipps und Tricks und Kniffe, die du dir noch alles selber beibringen musst als Modder, um eine Map oder ein Fahrzeug hinzukriegen,
Da müssen sie schon noch ein bisschen nachlegen. Ja. Der E517 hat irgendwie Züge eines Klaas, oder? Nee, denn dann eher umgedreht. Weil der 517 ist wirklich so gelaufen. Wir brauchen mal Physi, wir müssen mal hier, also du siehst ja die Bahn, die ich gefahren bin, der ist voll. Ja. Ich glaube, das Kontaktvolumen müssen wir ein bisschen erhöhen, ey. Gar nichts. 1.500, ne? Wir brauchen hier oben auf jeden Fall eine ganze Menge Anhänger jetzt, ja. Ja, du erntest Roggen, der ist ein bisschen ergiebiger als Weizen. Ja, klar, ja. So, Alter, können wir hier auf jeden Fall reichlich was hochfahren. Und am besten gleich mit einem LKW vorne dran. Dass wir schnell hin und her sind. Wirst du das hier unten noch alles rein in den? Mike? Der Fendt ist ziemlich voll. So. Erntest du jetzt mit Füsi? Ja, ich bin dran. Ich hab GPS-Kurs. Gut, ich kann gleich nochmal übernehmen. Ich hab jetzt einen eigenen. Und wir unten sind Ötlei fertig. Oh shit. Ich hab ja hinten den Hänger gerammt. Oh shit, Frau Schmidt. Und schon wieder, warte. Ah. Gut, voll. Voll, ich bin voll, Gina. Abdanker Feld 24! Jo! Ich komm ja schon geflogen, Alter. Problem ist, wie soll ich da hinkommen? Ich kann jetzt nur quer übers Feld zünden, was anderes geht ja gerade nicht. Wer war denn jetzt hier? Hä? Hä? Kannst du dich abtanken? Nee, die gehen nicht. Was, die gehen alle nicht? Nee, das hatte ich doch mit dem Schweinefutter auch. Och komm. Können wir gleich verkaufen? Was ist das für ein Böhms? Na, die brauchen wir gar nicht. Wenn die nicht gehen, warum gehen die nicht? Das ist ja kacke. Welche sind denn das? Da haben wir die nicht gehen. Hä, welche sind denn das? Ja, seid wohl mit den Schwerhexelaufbauten unterwegs. Ja. Sind die gerade im Shop gar nicht? Davon haben wir 4 Stück mit 21.000 Litern. Sollte ich echt den nehmen? AW80 SHA Color. Scheiße, ey, fahr schon wieder runter. Kotzt mich das dran hier. Na, oder nimmst eine Trailer-Auflieger für einen LKW. Stehen doch 2 LKWs rum hier, Reihe sogar. Ein Kamas, ein L60 und ein Ural. Aber wieso gehen denn die hier nur für Häckselgut? Ja, weil es in Real eigentlich auch so ist. Wird's auch so gemacht. Okay. Stell die jetzt mal hier ab.
Mit der Athleten-Ecke, Mike, kommen wir doch hier mit den Teddy noch klar, hä? Ja. Natürlich die Frage, wo steht der 50.000 Liter Anhänger? Der Auflieger. Ja gar nicht, wo ist denn der? Haben wir den überhaupt noch? Boah, ich krieg ja eine Macke, ey. Nee, ich glaub, warte mal, ich glaub, der ist weg hier. Den hab ich vor uns beim Durchklicker nicht gesehen. Nee, den haben wir noch gar nicht. Oh, den kaufe ich jetzt mal, ne? Mach dit. So. Ich geh jetzt mal gucken, was der Mike da macht. Dummes Zeug. Komm, die Zeit ist rum. Wo ist denn der? Da. So. Okay, Leute. Wir sind erstmal durch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da geht's hier mit der Ernte dann scharf. Und ja, lasst es beim Schauen, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.